Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich dachte, wir machen uns heute mal zusammen fertig und quatschen einfach ein bisschen über ein paar Dinge. Und ja, viel Spaß bei dem Video und let's go! So, als erstes mache ich mir hier erstmal diese coolen, ästhetischen TikTok-Haarklammern rein. So, jetzt bin ich ready. Als erstes starte ich hier mal einfach mit einer Hautpflege. Ich nehme dann mal Nivea oder einfach diese von Balea, so eine Pflegecreme. Ich habe mir übrigens letztens extra, als ich shoppen war, so einen kleinen Spiegel gekauft, damit ich meine Videos gut drehen kann. Und ja, weil im Bad finde ich das immer ein bisschen blöd, dass das Licht nicht so gut ist. Deswegen sitze ich jetzt halt hier am PC-Tisch von meinem Freund. Und schminke mich. Ich habe mir übrigens ein paar Themen aufgeschrieben, die ich mal ein bisschen ansprechen wollte. Und zwar fangen wir mit etwas Lustigem an. Und zwar habe ich gestern einen TikTok gepostet über meinen Abischnitt. Also bis jetzt hin. Ich habe ja meine Abiturnoten so von den Klausuren noch nicht gekriegt. Aber in den Abischnitt zählt ja eben auch das 12. Schuljahr und das 13. Schuljahr komplett mit rein. Und da habe ich halt ein TikTok veröffentlicht. Ich kann euch das ja hier mal kurz einblenden. Natürlich ohne Ton, weil ich weiß nicht, ob man das posten kann auf YouTube. Ich habe übrigens gerade diesen Primer benutzt. Und darunter hat eine liebe Dame kommentiert, dass das ja extrem unfair ist. So, dann habe ich sie gefragt, warum sie das unfair findet, weil ich ja geschrieben habe, dass ich Freestyle 1,8 habe. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob es 1,8 oder 1,9 ist, aber ist ja auch egal. Es ist ja jetzt nicht so wichtig, ist mir auch erst danach aufgefallen. Aber auf jeden Fall habe ich sie dann gefragt, was daran unfair ist, und dann meinte sie, ja, ich reiße mir den Arsch auf und bräuchte so einen Schnitt für mein Studium, aber habe das halt nicht. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich denke mal, die Katze ist irgendwo gegengelaufen. Und dann ist da halt eine Diskussion entstanden, worunter sich auch noch andere Menschen mit einbezogen haben. Ich habe dann auch so eine Art Statement-Video dazu gemacht. Jetzt nicht irgendwie, weil ich der Meinung war, dass das ein Statement nötig hat, sondern einfach, weil ich mal kurz was dazu sagen wollte. Also auf jeden Fall ist dann da so eine Diskussion entstanden, dass sie sich ja mehr anstrengen soll. Also das habe ich nicht kommentiert. Aber dass ich ja nichts dafür kann, dass sie halt nicht den Abischnitt hat, den sie gerne hätte. Und dann meinte sie halt noch so, ja, dass wenn ich solche Videos poste, ich halt auch mit einer Gegenmeinung klarkommen muss. Aber das fand ich halt echt ungerechtfertigt, weil sie kennt mich halt nicht. Sie weiß ja nicht, wie ich im Unterricht bin. Freestyle Abi machen bedeutet ja nicht, dass ich nie etwas für die Schule gemacht habe und im Unterricht immer nur da saß und gepennt habe. Und das habe ich eben dann auch so geschrieben, und dass ich der Meinung bin, dass es halt nichts mit einer Gegenmeinung, sondern eher mit Neid zu tun hat. Weil ich habe auch schon mal TikToks darüber gepostet, dass man eben nicht immer was für seine Noten kann, und das ist mir halt auch bewusst. Aber sie kennt mich halt nicht und sie kann ja nicht einfach sagen, dass es unfair ist, dass ich irgendwelche Noten habe, weil ich das als Freestyle-Abitur betitelt habe. Und ich habe halt nun mal nicht viel für die Schule gemacht, deswegen würde ich schon sagen, dass es auf eine gewisse Art ein Freestyle-Abi ist. Aber es war halt jetzt auch nicht so, dass ich wirklich gar nichts gemacht habe. Also, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber ich habe halt im Unterricht mitgemacht. Ich habe auch die Bücher gelesen, die wir lesen sollten, so zum größten Teil. Nicht alle, muss ich ehrlich sagen, aber so zum größten Teil habe ich die Bücher und die Geschichten gelesen. Ich habe meine Hausaufgaben meistens gemacht, wenn auch nicht immer so perfekt. Aber ich konnte sie halt im Unterricht trotzdem vorstellen, weil ich das halt dann, meine kurzen Stichpunkte einfach ausführen konnte. Und dementsprechend, ja, habe ich ja schon was für die Schule irgendwo getan. Aber ich habe jetzt zum Beispiel für Klausuren oder so nicht wirklich viel gelernt. Also ich habe mir das vielleicht vorher mal durchgelesen und so, aber ich habe halt einfach nur mal nicht viel gelernt für die Schule.
Es ist halt einfach so. Ich sag's jetzt hier ganz offen und ehrlich. Und hätte ich mich wirklich angestrengt, hätte ich wahrscheinlich auch einen krasseren Schnitt gehabt. Aber ich habe es halt einfach irgendwie nicht eingesehen, weil ich mache ja sowieso ein Studium an der IU und da brauche ich halt keinen gewissen Notenschnitt für. Und nach meinem Abischnitt fragt mich halt später auch einfach keiner mehr. Deswegen habe ich es halt nicht eingesehen, mich dafür so unnötig mäßig doller anzustrengen. Natürlich trotzdem so, dass ich stolz auf mein Abi sein kann und nicht mehr denke so, ja, da hätte jetzt wirklich super viel was Besseres rauskommen können, hättest du dich angestrengt. Ich meine, mit Sicherheit wäre es besser gewesen, hätte ich mehr gemacht, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht hätte ich dann 1,6, weil mehr Leute denke ich wirklich nicht, dass ich daraus hätte, weil eben du kannst halt nicht beeinflussen, wie die Lehrer dich bewerten. Und ich sage euch ehrlich, bei manchen von meinen Lehrern hätte ich alles machen können und ich hätte keine viel bessere Note gekriegt. Deswegen habe ich es halt nicht eingesehen, weil es spielt immer sehr viel Sympathie mit, auch wenn das halt viele nicht hören wollen. Vor allem so Leute, die eben in diesem Bereich arbeiten oder was weiß ich was. Aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und ja, auf jeden Fall hat sie jetzt ihr Kommentar gelöscht. Was mir halt auch leid tut, weil ich meine, ja klar, es ist scheiße, wenn man nicht den Schnitt erreicht, den man haben möchte. Vor allem, wenn man sich anstrengt. Aber damit muss man halt leben. Also das kann halt immer mal passieren. Also du kannst dich auch später in deinem Job anstrengen, wie du willst. Willst unbedingt befördert werden und dann am Ende wird eine andere Person befördert. Das kann halt nun mal einfach sein. Es ist halt nun mal auch einfach so, dass ich mir Sachen einfach gut merken kann, ob ich dafür lerne oder nicht. Es ist so, vor allem in Mathe. Für Mathe habe ich wirklich in den ganzen 2 Jahren, ich weiß es noch ganz genau, habe ich für eine einzige Klausur gelernt. Und das war eben ein Thema, was ich nicht so gut konnte. Und sonst habe ich nie gelernt. Wirklich nie. Apropos, ich habe übrigens das Puder von Essence benutzt, dieses Brighten Up. Finde ich ganz gut, aber keine Ahnung, was an Puder. Und von Shiglam jetzt diesen Contour Stick. Mathe liegt mir halt einfach so. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da immer gut. Ich habe in der letzten Klausur 14 Punkte geschrieben, Leute. Ohne flexen zu wollen, aber ich bin da echt stolz drauf. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich finde halt einfach, generell Schule ist so ein krasser Faktor. Nee, kein Faktor, aber so ein krasser Ort, an dem so viel Neid herrscht. Und ich finde das so schlimm. Gönnt doch einfach anderen ihre guten Noten. Wenn es wirklich dolle unberechtigt ist, dann finde ich das auch scheiße. Aber es gibt eben auch einfach Sachen, bei denen sind die Noten auch rechtfertigt oder zumindest zum Teil, und dann gönn doch einfach, wenn jemand eine gute Note hat. Also verstehe ich nicht. Wenn man jetzt selber zum Beispiel schlechter bewertet wurde, so grundlos, dann verstehe ich das auch, aber das ist halt alles nochmal was anderes. Also das kann man ja nicht damit vergleichen, auf TikTok jemandem Fremdes zu schreiben, dass das ja total unfair ist und ungerechtfertigt quasi. Aber naja, sie hat auf jeden Fall ihr TikTok gelöscht. Ich habe dann auch so ein Statement-Video dazu gemacht, habe ich ja schon gesagt. Aber einfach nur, weil ich erklären wollte, wie ich das gemacht habe mit dem Abi, so einen Schnitt zu haben, ohne wirklich was dafür zu tun. Ja, das könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Das muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht noch weiter ausführen. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall sehr schade. Also ich verstehe natürlich ihren Frust, aber es ist halt auch nicht meine Schuld. Dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Und zwar wollte ich mal darüber reden, was für Pläne ich denn jetzt genau nach dem Abi habe. Denn das hat ja immer mal wieder so ein bisschen variiert. Und zwar habe ich mich jetzt für ein Studium an der IU entschieden. Und zwar für Management auf Englisch. Also kein Management-Studium, was so in eine spezifische Richtung geht, sondern wirklich komplett Management heißt das Studium. Und ich studiere es halt, wie gesagt, auf Englisch. Und ich freue mich da so drauf, weil ich habe mir letztens nochmal genau angeguckt, was wir da in welchen Semestern so machen. Und ich finde das so spannend und so geil und ich freue mich da so doll drauf. Ich hoffe natürlich auch, dass das so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich bin sehr froh, dass es an der RU halt diesen Probemonat gibt, wo ich erstmal ausprobieren kann, ob das mit dem Online-Studium wirklich so was für mich ist. Wenn nicht, dann, Leute, muss ich an eine staatliche Uni gehen. Und
Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Nicht, weil ich irgendwie was Besseres sein will und an der Privatuni studieren will oder so, sondern weil ich wirklich keine Lust habe, wieder jeden Morgen aufzustehen und in eine Uni zu fahren. Also, darauf habe ich halt einfach keinen Bock. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen mache ich das halt, weil dann kann ich mir das halt alles selber einplanen, wie ich das machen möchte und wann ich das machen möchte. Und das hat halt bei mir im Homeschooling wirklich so gut geklappt damals, also als wir Corona hatten und es von zu Hause machen mussten. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass meine Eltern halt einfach, seit ich klein bin, Geld dafür gespart haben, dass ich mir später frei aussuchen kann, was ich machen möchte, wo ich das machen möchte, wie ich das machen möchte. Deswegen bin ich da sehr happy drüber und ich freue mich extrem auf dieses Studium. Ich weiß auch gar nicht, ob es das so an staatlichen Unis so genauso gibt. Ich bin der Meinung, dass man da immer in so eine Richtung gehen muss, aber ich weiß es nicht. Ich freue mich auch extrem darauf, dass mein Studium auf Englisch sein wird. Einfach, weil ich vermisse dieses so mit dem Englischen und so. Und ich merke schon, wie mein Englisch wirklich schlechter wird, weil ich es einfach seltener benutze. Also fast gar nicht mehr, außer halt in der Schule, aber das kann man wirklich auch nicht vergleichen. Ich gucke mir auch in letzter Zeit öfters mal meine alten Videos an, die ich ja auf Englisch manchmal gedreht habe, als ich in Amerika war. Und mein Englisch war wirklich so geil. Wow. Und jetzt ist es so ein bisschen verkackert. Aber ich glaube, das ist auch normal. Wenn man es halt nicht mehr benutzt, dann wird es halt auch einfach schlechter. Ich muss wirklich sagen, ich habe das so krass gemerkt, wie mein Englisch schlechter geworden ist. Das ist richtig, richtig schlimm. Als Blush habe ich übrigens diesen Toki Blush benutzt. Der ist aus Thailand. Und jetzt benutze ich hier dieses Brow Lifting Gel Set von Essence, weil ich habe mir das jetzt nur geholt. Ich war eigentlich erst zu geizig dafür, aber das hat sich gelohnt. Ich finde es so geil. Aber diese Bürste hier ist wirklich Katastrophe. Ich muss mal von zu Hause noch eine richtige Bürste holen. Ja, die sind jetzt sehr eckig geworden, aber scheiß drauf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf mein Studium. Und nebenbei werde ich wahrscheinlich auch da arbeiten, wo mein Freund arbeitet. Arbeitet ja in einem Restaurant und da sind so, da ist auch noch so eine Bar und da hätte ich richtig Bock drauf, aber muss ich nochmal gucken, ob das alles so funktioniert und wie das so klappt. Auf jeden Fall hätte ich da sehr Bock drauf, dann mixe ich den ganzen Tag Cocktails und das ist ja voll meins, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist das so der Plan bis jetzt. Leute, ich überlege die ganze Zeit, mir einen Schminktisch für hier zu holen. Einfach weil ich wollte schon immer einen richtigen Schminktisch haben und jetzt hier bei meinem Freund habe ich halt den Platz dazu und ich habe halt auch richtig Bock drauf. Dann habe ich hier halt auch so ein bisschen so meinen eigenen Space, wo ich halt Videos drehen kann und meine Sachen machen kann und so. Und da hätte ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Deswegen habe ich mir ja auch schon einen ausgesucht, aber ich habe ihn noch nicht bestellt. Ich habe gerade keine Kohle. Aber ich denke mal, ich werde ihn tatsächlich am 1. Mai direkt bestellen, damit ich das Geld diesmal nicht wieder für was anderes ausgeben kann. Und werde mir den dann, denke ich, holen, weil ich habe so Lust, einen Schminktisch zu holen. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden. Hier. Von dem, den ich mir so bis jetzt ausgesucht habe. Da ist halt auch schon ein Stuhl dabei, ein Spiegel mit Licht und dann kann ich da meine Videos drehen und das wäre so geil. Ja, mal schauen. Da kann ich dann nämlich auch in Ruhe meine Sachen machen für die Uni oder so. Oder ihr wisst. Und, oh mein Gott, ihr seht da vielleicht, da steht eine Kleiderstange. Die werde ich gleich noch sauber machen. Und dann werde ich da ein paar Klamotten ranhängen. Und das so als geilen Hintergrund nehmen für mein Reel, glaube ich, später. Ich wollte heute noch ein Reel drehen. Und vielleicht drehe ich auch heute noch ein YouTube-Video. Mal schauen. Ja, weil dann kann ich das schon mal vorschneiden und dann hochladen, weil am Freitag nächste Woche schreibe ich ja Abi und nach dem Abi bin ich mal so ein bisschen sehr fertig, dass ich dann nicht mehr wirklich was machen kann. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Idee. Und dann wollte ich mit euch noch über eine crazy Sache reden. Und zwar, ich lese ja im Moment wieder mehr als vorher, weil zwischenzeitlich habe ich das eigentlich so richtig auf die Kette gekriegt mit dem Lesen. Aber ich habe letztens mal wieder gelesen. Ich habe gesagt, komm Sina, setz dich jetzt hin, du liest ein bisschen.
habe ich das gemacht und ich fand es so geil. Ich fand es so entspannt. Es war so toll. Und deswegen habe ich überlegt, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Book-Content zu machen. Und das Ganze vielleicht so ein bisschen in die Book so Richtung zu pushen, aber trotzdem noch so Lifestyle-mäßig. Weil mir das halt auch so sehr viel Spaß macht. Das Ding ist halt, Reading-Vlogs zu drehen und zu schneiden, es ist so anstrengend. Es ist so anstrengend, weil man möchte natürlich dann auch die Emotionen mit reinschneiden, aber dann hast du nicht immer die Kamera stehen und dann musst du das so schneiden, dass es gut passt. Und oh, das ist wirklich anstrengend. Nicht unterschätzen. Ich dachte auch, das wird cool, das wird entspannt. Ja, es war cool, aber es war nicht entspannt. Wir wollen heute mal wieder das teure Fixing Spray benutzen, was dieses kleine Fläschchen hat 15 Euro, glaube ich, gekostet. Ich dachte, das Fläschchen, also ich dachte, das ist so groß, dass es bis hier gefüllt ist, so, ne? Wäre zwar trotzdem sehr teuer gewesen, aber ich habe das halt mit einem Gutschein gekauft. Und mit Gutscheinen, ich finde, Gutscheine sind immer so geil, um sich Sachen zu kaufen, die man schon immer mal ausprobieren wollte, aber wofür man einfach zu geizig ist. Deswegen habe ich mir das gekauft. Und das hier ist der größte Reinfall, den ich mir je gekauft habe. Das sprüht wie mit einem Gartenschlauch. Vielleicht sieht man das gleich. Da kommt überhaupt kein feiner Sprühnebel raus. Da kommt wie so ein, aus einer Wasserpistole kommt das raus. Doch, das ist eine Katastrophe. Genau, auf jeden Fall lese ich ja gerade wieder ein bisschen mehr. Und ich hatte letztens irgendwie die Idee, dass ich ein Buch schreiben will. Oder es zumindest probieren will. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwann mal ein Buch veröffentlichen werde. Um Gottes Willen, I doubt it. Aber ich weiß nicht, ich habe da einfach so Lust drauf, das mal auszuprobieren, weil ich habe früher, als ich klein war, tatsächlich Geschichten geschrieben. Man glaubt es mir vielleicht nicht, weil ich nicht so der kreative Geist bin, aber ich habe tatsächlich früher Geschichten geschrieben. Ich war ja früher so ein richtiges Pferdemädchen und habe immer so Pferdestories geschrieben, so wie Bibi und Tina und so. Und also es war natürlich nicht auf dem Niveau, aber ihr wisst, was ich meine, so vom Ding her. Und das war tatsächlich damals gar nicht so schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal irgendwann vor ein paar Jahren wiedergefunden und ich dachte mir ehrlich so, okay, wow, das ist echt nicht schlecht. Also für eine Kindergeschichte halt, ne? Und deswegen habe ich da irgendwie Bock drauf, das mal auszuprobieren, ob das cool werden könnte. Das Problem ist, ich bezweifle ein bisschen, dass das cool wird, weil ich bin wirklich, kreativ bin ich wirklich eine Niete. Ja, auf jeden Fall war das so mein Plan, das vielleicht mal auszuprobieren. Um mich jetzt hinzusetzen mit meinem MacBook, was ich übrigens neu habe. Was ich eigentlich noch nicht benutzen soll, weil meine Eltern meinten, das ist für mein Studium. Aber, tja Leute. Ich bin natürlich neugierig und wollte mal gucken, was das Ganze so kann. Ne? Was man da so mitmachen kann und ob sich das Geld auch gelohnt hat und ob alles funktioniert, weil sonst wäre ja ein bisschen blöd, wenn ich anfange zu studieren und funktioniert die Hälfte nicht und ich muss es wieder zurückkriegen. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr Bock. Ich glaube, wir tuschen heute mal meine Wimpern ein bisschen anders. Ich habe übrigens gerade Vaseline auf meine Wimpern gemacht, falls ihr euch gefragt habt, was das war. Und jetzt nehme ich eine etwas leerere Sky High in Schwarz und tusche meine Wimpern so ganz normal. Ja, ich weiß, man soll sie nicht vom Ansatz antuschen, aber ich habe halt nun mal einfach einen blonden Wimpernansatz und es sieht scheiße aus, wenn ich das nicht mache. Deswegen mache ich es trotzdem. Dann fallen meine Wimpern halt über den Tag runter. Kann ich nicht ändern. Es ist sowieso schon 4 Uhr nachmittags, glaube ich, oder so. Schön, dass ich mich auch jetzt erst fertig mache. Schön, dass ich auch gefühlt in letzter Zeit immer so ein... Leute, ich bin um 4 Uhr nachmittags aufgestanden. Also ich war natürlich schon länger wach, aber ich lag bis um 4 Uhr nachmittags im Bett. Katastrophe, wirklich Katastrophe. Abi-Zeit ist wirklich Katastrophe. Schreibt mir jetzt einfach mal, ich muss jetzt mal hier zum Punkt kommen, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, ob ihr Lust drauf hättet und ich da so ein bisschen was mitfilme, falls ich das wirklich durchziehe. Manchmal bin ich auch eine, die hat einfach geile Ideen und macht sie dann nicht. Und oh mein Gott, ich habe letztens einen TikTok schon darüber gepostet, dass ich meinem jüngeren Ich einfach so dankbar bin, dass ich in meinem Auslandsjahr einfach YouTube gemacht habe. Ich habe mir letztens meine Videos angeguckt und dachte mir so, wow, diese ganze Erinnerung gefühlt hast du schon vergessen. Und danke, dass du das mitgefilmt hast.
ich dachte das wirklich so an mich selber gerichtet, dachte ich mir so, wow, vielen, vielen Dank, weil ich mir einfach diese ganzen Sachen angucken konnte und ich das total geil fand. Also natürlich, ich vermisse ja auch Amerika und so, und das anzugucken, das war so toll, wirklich. So, ich habe mir jetzt hier ein Wattestäbchen geholt und mache das jetzt sauber. Ich benutze jetzt übrigens den Essence, man sieht's nicht, den Essence 8 Hours, 8 Hours, genau, 8 Hour Comfort Lip Liner. Ich liebe diesen Lip Liner, ich finde den toll. Dann benutze ich immer, wie immer, Vinyl Ink von Maybelline. In der Farbe, I forgot, 100 Charmed. Ich habe insgesamt drei Farben davon. Aber das ist die, die ich wirklich am meisten benutze, weil die einfach, finde ich, für den Alltag am natürlichsten ist. Und ich finde, die steht mir einfach gut. Ich muss sagen, so funktioniert das super für mich und es hält bei mir wirklich von morgens, wenn ich in die Schule gegangen bin, immer bis abends. Es hält einfach, es ist toll. Manchmal mache ich es halt über den Tag nochmal neu drauf, einfach damit es nochmal fresh aussieht, aber es hält wirklich an sich den ganzen Tag. Es ist wirklich krass. So, das ist jetzt mein fertiger Make-up-Look. So schminke ich mich eigentlich so gut wie jeden Tag. Und ja, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Themen habt, über die ihr gerne was wissen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I'm not the one who's running away.